Ich habe wirklich hauptsächlich nachts geklebt. Für die deutschen Meisterschaften, den Deutschlandcup, viel Glück und toi, toi, toi. Alterskategorie 25 und älter. Ganz viel Glitzer, wenig Glitzer. Erwachsene Gymnastinnen. Der Knieschoner war mein bester Freund. Es tut nur weh. Das Seil, den Ball, die Keulen, den Reifen und das Band. Kühe 10, älteste Gymnastin. Es muss immer ein Fuß oder die Hand auf dem Boden sein. Darauf ein Salto. Jurtegespräche. Begegnungen unterm Filzdach. Matthias, du hast den Wein vergessen. Ach, na Mensch. Können wir aber auch gleich holen. Jetzt gehen wir mal zum Kühlschrank. Ja. Wollen wir erst die Gäste begrüßen? Wollt ihr auch Wasser? Noch irgendwas anderes zum Wein? Nö. Oh, ihr trinkt ihr den pur, ne? Ja. Wir haben ja was zu feiern. Immer noch. Ja. Nur ein Wein. Ja, eigentlich fangen wir immer völlig unvorbereitet an. Das war jetzt sozusagen schon der Start eigentlich. Ja, cool. Aber jetzt warten wir noch auf Matthias. Ihr könnt euch also noch, wollt ihr euch gleich vorstellen? Ja, klar. Damit man weiß, wer hier redet. So, da ist er, Andreas. Stellt den mal vor. Machen wir gleich, genau. Matthias bringt den Wein und... Ihr die Geschichten. Ja. Wollt ihr euch erst vorstellen? Gerne, ja. Wir haben heute mal zwei Gästinnen. Ja, ich bin Maike und habe Jana mitgebracht. Ich bin rhythmische Gymnastin beim ST Potsdam und wir haben vor einem Jahr ein Projekt begonnen. Und zwar wollten wir für die deutschen Meisterschaften, den Deutschlandcup in Potsdam, wollten wir nochmal eine Gruppe machen in der Alterskategorie 25 und älter. Ja, und haben das jetzt kann man ja schon mal sagen, zu einem recht erfolgreichen Ende gebracht, das Projekt. Ja. Sieht so aus. Der Pokal steht hier vor uns, ne? Genau. Also ja, danke für die Einladung überhaupt. Genau, ich bin Jana. Ich war auch Teil dieses Projekts als aktive Gymnastin. Und vielleicht der Unterschied, zu dem kommen wir vielleicht noch, dass du ja als aktive Gymnastin in den letzten Jahren sozusagen in unsere Gruppe gestoßen bist und der andere Teil der Gruppe seit 10, 12 Jahren gar nichts mehr aktiv gemacht hat. Wir haben alle ehrenamtliche Aufgaben wie Trainer oder Kampfrichter oder Choreografen und haben uns einfach nochmal zu der Gruppe geformt. Das wusste ich gar nicht, das gab es vorher gar nicht oder was, 25 plus? Das gibt's seit 3 Jahren erst. Okay. Also vorher gab's immer 18 Jahre und älter und man konnte dann schon auch dabei sein, aber das war dann schon wirklich also ein großer Unterschied einfach. Man hat einfach, naja, wenn man 18 ist, hat man auch einfach mehr Zeit zum Trainieren, wenn man noch keine Familie hat. Ne? Wir haben beide ein Kind und arbeiten. Und natürlich, irgendwie irgendwann merkt man auch den Unterschied so von den körperlichen Gegebenheiten. So mit 19 ist man schon Tourenrentner, ne? Ach so ist das, ja. Genau. Und, ich wundere mich gerade mit 25 plus, dass man dann schon altes Eisen ist. Ja, ja. Also schon auch egal jetzt mal, ob Leistungssport oder Freizeitsport. Das ist ja schon auch eine Sportart, die körperlich ja einiges abverlangt. Okay, welcher Sport nicht, aber es ist schon so, dass da in dieser Gymnastik, rhythmische Sportgymnastik, Turnen und ähnlich, glaube ich, da ist so mit 20, 22 vielleicht. In der Weltspitze ist maximal vielleicht noch jemand 24, aber dann ist schon. Ach, die sind alle so jung? Ey, kommen sie auch 16 Jahre genau oder jünger? Also kennt ihr noch Maxi Gnauk zur DDR-Zeit? Gab es eine Maxi Gnauk? Ich weiß nicht, ob die Gymnastik gemacht hat oder Turnen. Sagt mir jetzt nichts. Die war sehr gut. Ja. Magdalena Breschka war so unsere... Die größte... Als wir Kind waren, war sie so die bekannteste und erfolgreichste deutsche Gymnastin. Der Name sagt sogar mir was und ich habe damit echt so gut wie gar nichts am Hut. Mhm. Weil, war die nicht so super jung, als sie irgendwie bei Olympia irgendwas gewonnen hat oder so? Kann sein, dass sie mal die jüngste war oder so. Und jetzt sieht man sie schon tatsächlich auch im Fernsehen. Mal bei 25 plus. Bei Let's Dance hat sie, glaube ich, sogar mitgemacht. Also das ist so schon ja eine Persönlichkeit. Ach so, sehen wir euch nächstes Jahr bei Let's Dance. Also wenn es jemand fragen würde, ich glaube, immer ich gerne. Nein sagen. Wirklich? Naja. Ich würde das machen. Ja? Ja. Da habe ich eine Idee. Einen gewissen das könnten wir hinbekommen. Wieso willst du da auch mitmachen, oder was? Andreas. Ich kenne doch da noch so ein paar Leute von RTL. Mal gucken. Ich mache da nicht mit, auf gar keinen Fall. Nicht? Erstens kann ich nicht tanzen und... Na eben. Nee. Da lernt man es doch. Lustig. Ja. Nee. Die laden da sowieso mal Leute ein, die nicht tanzen können, oder? Na eben, das ist ja am spannendsten. Ja. Ja. Ja, stimmt, dieses Jahr war Knossi, glaube ich, dabei. Ne? Ja. Kennst du Knossi? Nee, ich kann mir auch kein Tänzer. Nee, aber ein Tänzer war der auch nicht. Der hat doch irgendwie bei Seven vs. Wild mitgemacht. Und
ist eigentlich so ein YouTuber. Sagt mir auch nichts. Ja. Aber da lernen selbst Handballer tanzen. Also nicht, dass die das nicht können, aber es ist ja schon auch eine ganz andere körperliche Betätigung. Handball und Gymnastik oder Tanzen. Ja. Oder Stefan Kretschmer da oder wer? Na, Handballer da? Ja, der hat auch getanzt, ne? Nicht ja. Sicher, aber ja, echt? Das, ja, ich glaube ja. Ist so lustig. Ja. So ein Hotler-Typ. Ja. So, zumindest kommt das so rüber. Ja. Mhm. Ich habe übrigens sehr passend einen griechischen Wein mitgebracht. Mit dem unglaublichen Namen Salto. Echt? Das ist ja lustig. Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Das passt. Die sind zwar bei uns verboten. Salto ist ja verboten? Ja. Warum? Also das Salto kommt aus dem Bodenturnen. Ja. Und also Überschläge sind bei uns verboten. Genau, und in unserer also Version, also rhythmische Gymnastik stammt aus dieser klassischen rhythmischen Sportgymnastik, sollte es ein bisschen oder weniger gesundheitsschädlich sein, sage ich jetzt mal. Also diese extremen Rückbeugen, die man vielleicht so kennt, diese Bogengänge, die gibt's bei uns auch nicht in diesem Wettkampfsport. Okay. Genau. Also im Leistungssport gibt's sie tatsächlich. Und in dem Wettkampfbereich gibt's nochmal so andere Kategorien und diese Gymnastik, die diese Ü25 oder also 25 plus Kategorie hat, da sind Bodengänge nicht erlaubt. Aber auch in der RSG, also in der rhythmischen Sportgymnastik, sind tatsächlich Salto, also alles, wo die Hand nicht auf dem Boden ist, ist nicht erlaubt. Also es muss immer ein Fuß oder die Hand auf dem Boden sein. Okay. Ist eine Abgrenzung. Aber wir machen ein einarmiges Rad zum Beispiel, das... Ein einarmiges Rad. Genau. Okay. Aber der Wein wird trotzdem schmecken. Soll ich ihn aufmachen direkt? Gerne. Ihr kommt ja auch direkt vom Training, ne? Genau. Und wir sind heute wieder gestartet nach der Sommerpause. Die war schon jetzt dabei. Und in der Alt-Damen-Kategorie, wahrscheinlich heißt das so, ne? Offiziell nicht. Alte Herren heißt also, ja. Das ja im Fußball bei den Männern. Wir fühlen uns manchmal so. Ja, also wir haben schon öfters mal gesagt, also unsere Wettkampfbezeichnung praktisch heißt, also die Kategorie heißt K10, also Kühe 10. Da gibt es also 8, 9, 10 und es gibt dann eben diese 18 plus, die es nur vorher gab und wir sind die 25 plus und dann haben wir dann schon manchmal so in der Einturnhalle dann gesagt, so hier K10, die Alten und die Normalen oder und die Jungen. Die ganz Alten. Also ja, wir sind die ganz Alten. Älter geht's dann halt auch nicht. Wobei ich gar nicht weiß, wer ob die älteste Gymnastin wurde das dieses Jahr gekürt? Nee. Dieses Jahr nicht. Mal. Also letztes Jahr ich starte auch Einzel. Dann bin ich ausgezeichnet worden als älteste Gymnastin. Das wollte sie nicht nochmal, ne? Also, ich fand das ganz nett, weil ich finde schon, das ist ein Unterschied, ob man 25 ist oder ich jetzt 34. Und also die Auszeichnung fand ich nett. Das Geschenk war interessant. Ich habe nämlich so einen Faltenroller fürs Gesicht dazu geschenkt bekommen. die Auswahl war dann vielleicht ungünstig. Dieses Jahr war ich im Einzel nicht mehr die Älteste. Es gab tatsächlich eine Gymnastin, die 37 oder 38 Jahre ist und die wirklich toll geturnt hat. Genau, aber ich würde so sagen, bei den Gruppen sind wir im Durchschnitt schon eher bei den Älteren, glaube ich, dabei. Ja. Also im Schnitt sind wir, wie alt sind wir im Schnitt? Schon 33, 34? Ja? Also, ich denke ungefähr, ja. Also bist du alter eigentlich. Ja. Ne? Ja, sowieso. Man hat schon Erfahrung, man ist noch gesund und fit. Ja. Genau. Und wie viele machen da so mit bei den deutschen Meisterschaften? Also es gibt Qualifikationen vorher. Ja. Also man hat eine, es kommt darauf an, ob im Einzel oder in der Gruppe. Also im Einzel hat man und in der Gruppe hat man eine Landesmeisterschaft. Und dann im Einzel qualifiziert man sich dafür für so einen Regio Cup, heißt das. Und in der Gruppe ist es so, dass sich die beste Mannschaft aus jedem Bundesland dann direkt für den Deutschland Cup qualifiziert. Genau, und im Einzel hat man dann eben nochmal zwischendurch so eine weitere Hürde, die man nehmen muss. Genau. Und die Qualifikationswettkämpfe gibt es deshalb, weil es sonst zu viele wären tatsächlich. Aha. Also das ist schon auch eine Sportart, die in den letzten Jahren auch sehr gewachsen ist. Und wir merken es auch selber im Verein. Und deshalb, damit der Deutschland-Cup nicht zu überfüllt ist, wir haben den ja jetzt auch schon an zwei vollen Tagen ausgerichtet, gibt es diese Qualifikation. Und wir hatten jetzt 295 Starterinnen insgesamt. Wow. Bei dem Deutschland-Cup in Potsdam dabei. Genau. Cool, na ja, dann. Darauf ein Salto. Auf die Gesundheit. Ne? Auf die Gesundheit. Ich hoffe, er schmeckt euch. Griechisch, ja. Ja. Nicht schlecht.
Lecker. Das ist Brandenburgers höchstes Lob. Wenn hier jemand nicht schlecht sagt, ah. Das ist Brandenburgers höchstes Lob. Ah ja. Ja? Sind Sie so anspruchsvoll hier? Die Brandenburger und die Berliner. Ich bin ja nur zugezogen, ich weiß nicht. Ich bin schon noch Brandenburger, aber zugezogener Potsdamer. Ach, ich wollte dich übrigens grüßen. Ich habe letztes Wochenende einen alten Schulfreund oder so von dir getroffen. Von mir? Wie heißt der? Jörn? Franzke? Ja, genau. Quatsch. Ja, woher sicher. Kennst du Jörn? Ja. Die Schule nicht, der ist aber auch Sprennberger. Und ja, wir sind ja. Aber erst in hier in Potsdam über den Weg gelaufen. Ach der so? Hat nämlich auch so ein bisschen Sport gemacht. Also wir haben früher so Ausdauersport gemacht. Ja. Ja. Ja, den traf ich am Fußballplatz, am Rand des Fußballplatzes. Am Rand jetzt, ja, weil das Kind spielt. Er hat da gegrillt, genau. Ach so. Ah ja. Ja. So, dann erzählt mal von euren... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was macht man da? Da gibt es verschiedene Geräte. Heißt das Geräte? Genau, also Handgeräte. Handgeräte. Genau, es gibt also das Seil, den Ball, die Keulen, den Reifen und das Band. Und es gibt in jedem Jahr gibt es Geräte zur Auswahl, zwischen denen man wählen darf in der Gruppe, drei zur Auswahl. Und wir hatten uns in diesem Jahr für den Ball entschieden und werden das im nächsten Jahr auch wieder auch beibehalten. Genau. Und nur also, Ball? Nee. Nur Ball, genau. Also so, dann also für jeden einen natürlich. Ja. Wir sind zu fünf gestartet und... Ja, ich glaube, die anderen Gruppen hatten Reifen. Viele Gruppen hatten Reifen. Ich glaube, die Wahl war dieses Jahr Reifen oder Ball. Oder gab es noch einen dritten? Hm. Ich glaube, Band hätte noch zur Auswahl gestanden, aber das ist schon Band ist recht so schwierig für die das Gruppe. Anspruch, das vollste Gerät. Ach so, ja. Ja, 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 doch. Also gerade in der Gruppe, wenn jetzt schon eine Einzelgymnastin mit Band alleine turnt, da passieren schon auch mal Knoten. Wenn jetzt fünf oder vier oder drei, das kann man bei uns auch aussuchen in dieser Sportartkategorie, dann verknoten sich da schon mal mehr Bänder. Ach, die kommen alle dann ineinander. Ja, also ja, zum Beispiel. Und dann müssen die ja auch geworfen werden. Also wir bekommen ja Punkte für verschiedenste Elemente und da sind Wechsel innerhalb der Gruppe, also werfen, fangen oder rollen oder prellen, je nachdem mit welchem Handgerät. Bei Band kann man halt schon nur werfen, das kann ich nicht rollen. Oder und wenn man die Bänder wirft, dann das ist gefährlich. Ja. Also ich habe das wirklich mal auf einer Meisterschaft gesehen. Dann wollten die auch so über Kreuz irgendwie die Bänder werfen und das haben sich wirklich alle Bänder ineinander verknotet. Echt? Und die haben das nicht mehr also geschafft, die auseinanderzukriegen. Einer stand dann wirklich so, also drei versuchten zu knoten, eine stand irgendwie da und wusste irgendwie, okay, man muss was machen, weil man darf auch nicht nichts tun, das kriegt man auch abgezogen. Dann fingen sie dann einfach irgendwie so ein Concord zu tanzen, weil sie so verzweifelt war. Oh, ja. Cool. Also ich meine, aber so hat jedes Gerät seine Tücken. Der Ball rollt halt sehr schnell weg. Wenn er einmal weg ist, dann rennt man auch. Mhm. Und die Übung ist unterbrochen und es gibt dementsprechend Punktabzüge. Reifen ist jetzt auch nicht so leicht. Das ist schon auch... Reifen ist so ein... Haben wir schon auch beim Wettkampf oder? Gesehen, so, ja? Ähnlich, ja. Konkurrenzgruppen, die dann die Fläche verlassen mussten. Gibt nochmal Punktabzug, weil der Reifen ganz über die Fläche rausgerollt ist. Aber bei euch hat ja scheinbar alles ganz gut funktioniert diesmal, ne? Also man muss sagen, wirklich ja. Also wir haben unsere Übung, also man macht die Übung zweimal, dieselbe Übung. Und wir haben sie zweimal so gut auf die Fläche gebracht, wie wir es noch nie vorher geschafft haben. Ach cool. Und also ich fand es bei dem Wettkampf eigentlich sehr schön. Das waren alle Gruppen ungefähr so auf einem Niveau. Und es ging wirklich darum, um Nerven, um die Übung irgendwie gut hinzubringen. Und wir hatten ja ein bisschen Glück und gut, wir haben auch fleißig trainiert, aber... Ja, ja, das stimmt. Und die anderen hatten vielleicht auch in dem Moment nicht so starke Nerven und hatten ein bisschen Pech, das gehört halt dazu. In einer Sportart, die zum Beispiel auch wie Eiskunstlauf, da entscheidet halt der eine Moment. Und wenn die Choreo 2 Minuten ist, dann hat man ein ganzes Jahr für diese 2 Minuten trainiert. Und wenn es in den 2 Minuten klappt, dann kann man happy sein. Wenn es in den 2 Minuten nicht klappt, dann war das ganze Jahr... gefühlt umsonst. Ist es natürlich nicht, aber wenn man Ziele und Visionen hat oder Wünsche und Träume und die zerplatzen dann in diesen 2 Minuten, Gruppe sind 2:15, Einzelübungen sind 1:30, das noch schlimmer, sage ich mal, wenn es nicht klappt. Und da hatten wir einfach mit unseren in Summe ja 4:30 sehr viel Glück. Natürlich auch können dabei, keine Frage, aber die Statistik, die Quote, wie oft es im Training so geklappt hat, eben nie und dann nach 10 Monaten 2-mal hintereinander gut ist halt, ja. Wie viel habt ihr trainiert?
Also wir hatten eigentlich angefangen mit einmal in der Woche zusammen zu trainieren. Also viele von uns machen irgendwie noch für sich was, wenn sie eh als Trainer in der Halle stehen oder auch andere Sportarten. Also wir sind schon alle irgendwie aktiv. Und am Ende standen wir dann schon so als Gruppe dann schon dreimal in der Woche. Ja, okay. Zwei bis dreimal. Zwei bis dreimal in der Woche in der Halle. Sonntags, das war halt das, und das ist so ein bisschen dieses Herzensprojekt. Man macht es ja schon aus Leidenschaft, aber man hat natürlich auch, wenn man sonntags 3 Stunden in der Halle steht und dann eben nicht mit der Familie am Armbrusttisch sitzt, weil man trainiert, auch Einbußen auf der anderen Seite, die man dann gerne macht und opfert. Aber das war schon, also jetzt rückblickend betrachtet, waren das schon 10 harte Monate, wo schon auch unsere Familien sehr viel Rücksicht nehmen mussten und auf uns verzichtet haben. Aber es hat sich gelohnt. Ja, zum Glück. Ja. Genau. Ja, also wir hatten letztes Jahr, als wir so angefangen haben, dachten wir so, so ein Treppchenplatz, das wäre schon wirklich toll. Ja, nee, eigentlich haben wir angefangen mit, wir wollen nur dabei sein, mal schauen, was wir überhaupt noch zustande bekommen nach so viel. Also die anderen 5, also waren 6, ja, 5 standen auf der Matte, ein Auswechsel. Wir haben ja wirklich jahrelang nichts mehr gemacht und wir haben wirklich gedacht, erstmal gucken, ob wir überhaupt noch wieder uns antrainieren können. Mal abgesehen jetzt von dir, die ja wirklich im Training stand. Und dann haben wir schon gedacht, dabei sein wäre cool. Irgendwann haben wir gedacht, nicht letzter werden wäre ganz cool. So in der heimischen Halle vor den Freunden. Und dann, als wir aber dann dort waren und schon auch gesehen haben, naja, also es ist nicht so ganz auswegslos, da irgendwie auch ein bisschen weiter vorne mitzumischen. Wenn es klappt, dann war schon so ein Treppchen, wäre toll. Aber das geklappt hat, war schon eine Riesenüberraschung und da haben wir uns auch richtig gefreut. Ja. Also tatsächlich, der Wettkampf, das ist dann so hektisch, man hat dann noch so eine Einturnhalle und wir haben die anderen Gruppen, gegen die wir gestartet sind, eigentlich nicht gesehen. Also man hatte so ein bisschen Feedback irgendwie von den Freunden, die natürlich jetzt aber auch nicht so da die Wertungsrichtlinien kennen, die einfach uns so den Eindruck geschildert hatten, die dann gesagt haben, ja, die einen, die waren schon sehr gut, ah, bei den einen ist das und das irgendwie passiert, das hat nicht so geklappt. Das heißt, wir sind wirklich auch in diese Siegerehrung reingegangen, ohne ein Gefühl, was es werden könnte. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, in dem Leistungssport, rhythmische Sportgymnastik, die man im Fernsehen sehen kann, vielleicht ist der ein oder andere, der hier zuhört, der den Sport im Fernsehen schon gesehen hat, da werden die Wertungen nach den Übungen veröffentlicht direkt. Also, ne, Bekanntgabe, da gibt es dann öffentlich das Ranking auch, da weiß man, wo man steht. In der Gymnastik, in der Kategorie, gibt's das nicht. Da werden gar keine Wertungen bei den Wettkämpfen veröffentlicht. Gar und das mehr. Ist am Ende die Überraschung bei der Siegerehrung. Guckt ihr denn dann bei allen anderen auch zu? Nee, das geht nicht, weil das läuft parallel. Da turnt man sich ein in der Nebenhalle oder hinter einer Absperrung. Und dann sieht man es nicht. Ja, wir konnten dann, als unser Wettkampf war praktisch am Sonntag der erste Wettkampf. Und wir konnten, danach war die Altersklasse 15 plus dran, dann konnten wir ein bisschen gucken, konnten die weitere Mannschaft vom SC Potsdam dann auch anfeuern und sehen. Da haben wir auch viele tolle Übungen gesehen, aber unsere direkte Konkurrenz, sage ich jetzt mal, konnten wir gar nicht sehen. Das sieht man immer nur, wenn die dann nach ihrem Auftritt in die Einturnhalle zurückkommen und dann sieht man am Gesicht, kann man ab und zu erahnen, so, oh, das lief jetzt nicht so gut, das könnte gut für uns sein. Wenn die noch die Bänder auseinanderknoten. So zu sagen, ja, oder halt einfach auch enttäuscht und sauer sind. Aber genauso, wenn dann glückliche Gesichter kommen, weiß man halt auch, so jetzt müssen wir es schon auch reißen hier, sonst wird's eng. Ich finde es erstaunlich, dass dann die sehr jungen Menschen jetzt so mit 15, 16 da eben so weltführend sind. Weil wenn ich sonst hier so Jugendliche erlebe, den traue ich koordinativ da nicht mehr so viel zu. Genau. Also du kannst ja ein bisschen was über den Leistungssport das erzählen. Das muss man tatsächlich sagen. Also ich meine, es ist schon so, das, was ich damals als Leistungssportlerin mit 12 gemacht habe, mit 12? Machen heute die 7-Jährigen. Was? Echt? Sportart wird immer schwieriger. Auch die Entwicklung ist es unwahrscheinlich, ja wirklich. Also was die teilweise jetzt mit ihren jungen Jahren schon zeigen, das war damals auch nicht die Maßgabe. Mittlerweile natürlich gibt es halt Standards, die gesetzt werden. Und wenn ich dann oben mitmischen möchte, dann muss ich das schon auch erreichen. Und dann werden natürlich auch Rahmentrainingspläne angepasst und so weiter. Also und dadurch können die Mädels jetzt mit 12, 14, 16 und auch dann Weltspitze viel, viel mehr, als wir es damals
können mussten. Es gibt auch ganz so Kriterium, jetzt so dann, bevor sie laufen lernen, müssen sie schon Rad können oder was? Naja, je früher, desto besser, würde ich mal sagen, ja. Ja, die Sportart entwickelt sich einfach weiter. Es gibt auch immer wieder neue Teile. Jetzt auch bei uns, also im Gymnastikbereich, gab es letztes Jahr so einen neuen, es gibt so einen Schwierigkeitskatalog. Da wird also aufgezeigt, wie viele Punkte es für jede Bewegung gibt. Und das sind auch, also es gab immer vorher nur bis 0,3 Punkte pro pro Element und jetzt ist es bis 0,5. Also es sind viel schwierigere Dinge dabei. Und ich glaube, das sind Sachen, die man, die hätte man sich vorher gar nicht, also vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können, dass man die überhaupt machen kann. Ja. Ja. Habt ihr sowas gemacht, was ihr früher nicht machen konntet? War irgendwas super Schwieriges dabei? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, nee, ich muss wirklich sagen, an dieses Leistungsniveau, selbst was ich als Kind oder Jugendliche hatte, komme ich auch heute nicht mehr ran. Traurig, aber wahr. Ja, es ist. Aber muss auch nicht. Echt verrückt, wie schnell man alt wird beim Gymnastik, ne? Gut, dass wir das nicht machen, Matthias. Ach, ja, die Beweglichkeit, die ist da ein entscheidender Faktor. Ja, also ich bin vor 3 Jahren ungefähr, genau als es eben diese 25 plus kam, wieder eingestiegen dann im Einzel. Und ich weiß noch, also am Anfang wirklich nach jedem Training hatte ich irgendwie blaue Flecken, hatte ich Muskelkater, hatte ich Schmerzen und konnte jetzt, als die Mädels dann letztes Jahr dann angefangen haben, immer sagen, okay, das dauert ein halbes Jahr, dann wird's besser, dann die blauen Flecken werden weniger, es wird weniger schlimm. Oh ja. Ja, aber es ist schon, also es gehört schon wirklich viel Disziplin dazu. Man muss auch zu Hause irgendwie sich, außerhalb des Trainings muss ich irgendwie dehnen, muss was tun. Du hast viel Online-Training gemacht. Genau, das ist also. Das ist ja auch eine eigentlich wirklich gute Entwicklung. Genau. Die man nach Corona-Zeit auch beibehalten hat. Dass man Online-Training macht. Da hat man irgendwie Trainer aus einem ganz anderen Teil der Welt. Also meine Trainerin kommt aus der Ukraine und ja, dann einmal in der Woche abends trainieren wir dann und sie quält mich dann ein bisschen. Über den Bildschirm, ja. Über den Bildschirm. Aber was mich nochmal interessiert, wo kommen die blauen Flecken her? Jetzt von den Keulenübungen oder? Also ja, Keulen sind ist ein gutes. Ist ja, da habe ich mir neulich auch mal so ein Pfeilchen gehauen. Pfeilchen. Ja, das war doch ein paar Tage recht schlimm, aber auch so, wenn man irgendwie schnell auf den Boden geht, wir machen dann manchmal, wir werfen ab, machen eine schnelle Rolle, um dann den Ball wieder zu fangen. Und wenn man dann mal ein bisschen mit zu viel Elan da Richtung Boden geht, dann hat man da mal. Genau, weil die rhythmische Sportgymnastik oder Gymnastik ist ja auf wirklich dünnem Teppich. Auf dann Parkett oder halt Hallenboden, ne, ausgelegt. Also wir haben auch keinen Unterboden. Ja, im Leistungssport, die haben Unterboden, der federt ein bisschen ab, aber es ist jetzt nicht so eine Turnermatte. Das ist schon ein Unterschied, auch zum Turnen. Und dieser dünne Teppich, der reicht halt nicht. Also ich merke es ganz besonders an den Knien. Aber das habe ich schon jetzt gemerkt, wenn man mit so einem 5-jährigen Kind oder spielt und immer auf dem Knien da irgendwie auf dem Parkett, das ist auch schon schwierig. Und dann war es jetzt beim Turnen auch nicht besser. Also der Knieschoner war mein bester Freund in den letzten 10 Monaten. Habt ihr sowas dann beim Training, Knieschoner oder auch im Wettkampf? Nee, im Wettkampf ist das verboten. Also im Training kann man so eine Polsterung praktisch über die Knie machen. Im Wettkampf ist das nicht erlaubt. Es gibt da sehr strenge Bekleidungsvorschriften. Also jedenfalls kann man so einen Gymnastikanzug mit so einem kurzen Röckchen haben, was maximal bis 1/3 des Oberschenkels gehen darf, dass man eben gut die Bewegung der Gymnastik sieht. Oder wir haben uns jetzt irgendwie so aufgrund, dass wir auch, also 3 von uns sind schon Mütter und wir auch eben weibliche Figuren haben, haben uns für die langbeinige Version entschieden. Genau, und dann gibt's noch die Version ohne Rock, die dann so Badeanzugstil hat vom Schnitt. Okay. Aber dann auch frei in jeder Gestaltungsform, lange Arme, kurze Arme und ganz viel Glitzer, wenig Glitzer, bunt, also alles ist möglich. Genau, wir hatten uns einen Anzug ausgesucht und genau, Glitzer ist eben ein guter Stichpunkt. Also es gibt dann diese Steine, die eben aufgeklebt werden, einzeln. Und ich würde sagen, also unser Anzug hat schon so mindestens 1.500 Steinchen bekommen, die also einzeln aufgeklebt werden. Von wem haben wir einen gemacht. Da gibt es dann so ein Hotfix-System, dann hat man so einen Heizstab und muss dann bei jedem Stein also 30 Sekunden warten. Also wir haben wirklich, also wochenlang haben wir verbracht. Ach, und so größere Steine, die angenäht wurden. Ja, freiwillig, unfreiwillig. Also ja, wir sind ja ein Sportverein, da ist ja klar, dass die Gelder irgendwie ja begrenzt sind und man mit seinen Einnahmen und Ausgaben sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, vorsichtig umgehen muss. Also haben wir uns gedacht,
wir wissen ja nicht, wie lange das Projekt geht. Jetzt, wenn wir das einmal machen, dann wollen wir natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld raushauen für einmal Anzüge. Man kann die mit Steinen und allem bestellen. Von 500 bis 5000 Euro ungefähr. Ja, also da ist alles möglich. Wir hätten auch welche ja für 250 oder was oder 300. Du hattest ja ganz gute Sachen. Und wir haben dann trotzdem gedacht, nee. Wir kriegen das irgendwie noch kosteneffizienter hin. Und dann haben wir tatsächlich einen sehr schönen schwarzen Anzug gefunden und haben dann gesagt, wir machen das selber mit den Steinen. Weil es dann doch auch günstiger ist, die Steine zu bestellen. Wir können die uns selber aussuchen. War ja irgendwie auch Vorteile mit dabei. Im Nachhinein saßen wir so viele Stunden nachts. Also ich meine, ich habe wirklich hauptsächlich nachts geklebt. Dass ich mir dachte, diese Stunden, wenn man die bezahlen würde, da hätten wir locker für 300, 400 lieber einen kompletten Anzug gekauft. Ja, also aber wir haben uns selbst verflucht, genau. Und die müssen ja auch alle genau gleich aussehen. Also wirklich, wenn man da so 1500 Steine macht und jeder Anzug muss aber halt auch gleich aussehen. Also das muss ein Muster sein, dass jeder dann irgendwie auch so klebt. Hey, deine 250 Steine da rechts sind falsch. Die verkehrt rum hingelegt hast, den Anzug. Das war wirklich, ja, mit Fotos in den Chat geschickt und dann das abkopiert von dem, der schon angefangen hat und dann immer abgestimmt, dann aufgelegt, die Steine erst aufgelegt, bis dann alle gesagt haben, nee, so nicht, das kommt anders. Und wieder, bis wir eine Lösung hatten. Also mein Mann zu Hause hat mir schon auch eines Abends, als ich immer noch halb drei da saß, einen Vogel gezeigt und meinte, ihr seid doch wirklich nicht mehr ganz dick. Also ich habe hier auch immer noch am Finger so eine Narbe von diesem Stab da, weil ich dann mal da dran gekommen bin. Irgendwie war ich dann abends schon sehr müde und habe dann einfach so reingelangt. Eingeschlafen. Aber das ist wirklich ein höchst auch emotionales Thema für Gymnastinnen, dass die Anzüge gefallen, zur Charakteristik der Musik und zu der Choreografie passen. Da investieren Eltern oder dann auch eben erwachsene Gymnastinnen eine Menge Geld für. Krass. Das gehört dann auch zum guten Ton, oder? Das ist schon noch so ein Statussymbol vielleicht. Mittlerweile glitzert es auf der Matte so sehr, dass der Trend schon wieder eigentlich dahin geht, du fällst am meisten auf, wenn du gar nicht glitzerst. Ach so. Was sind das für Steine? Das sind aber irgendwelche. Also die gibt's von Swarovski tatsächlich oder dann auch in günstigeren Varianten dann irgendwie. Das also, ist schon auch teuer. Ich sag mal so, die Anzüge in der Weltspitze mit den Swarovski-Steinen, da kostet ein Anzug schon 2.000-3.000 Euro. Da ist es nicht mehr mit 500 Euro getan. Also ja. Ja, und das ist halt eine Sportart, ne, die jetzt nicht so eine große finanzielle Unterstützung hat wie Fußball oder. Das kannst du schon als wirklich definitiv Fußballtrikots, dass sie da mal ein paar Steinchen drauf machen. Von der deutschen Nationalmannschaftstrikots. Na gut, die letzten gingen, aber die davor, die haben mir nicht gefallen. Einen Deal machen. Wir machen denen ein paar Steinchen drauf und die finanzieren uns dann die nächsten Anzüge oder die nächsten Bälle. Da kann man super, Ideen spinnen, also. Gerade die Fußballer, die ja auch mit einem Ball umgehen müssen und die Gymnastinnen, die ganz anders mit den Bällen umgehen müssen, da kann man auch schon mal ganz gute Challenges draus machen. Jetzt fällt mir auf, das passt ja total gut. Jetzt ist ja die Fußball-Frauen-WM, ne? Ja. Ja, wisst ihr, wenn man, ihr hättet eure Anzüge abgeben sollen vorher. Naja, also, ob die das so wollen. Aber ja, das ist ein großes Thema. Wie viele Zuschauer waren denn da bei den deutschen Meisterschaften? Ich weiß gar nicht, gab es jetzt eine offizielle Zahl? Halle voll oder hat man so das Gefühl, dass da dann Freunde und Verwandte sitzen? Wir hatten tatsächlich freien Eintritt bei der Veranstaltung gemacht. Da gibt es auch unterschiedlichste Szenarien, wie man das lösen kann als Ausrichter. Und wir wollten aber schon, dass jeder kommen kann, der will und dann nicht da noch Geld bezahlen muss. Hat aber auch andere Gründe noch, weil wenn man Geld einnimmt, muss man auch unter Umständen, hat man höhere Kosten. Wenn man es ohne Eintritt macht, hat man dann auch Förderung, Möglichkeiten und so. Also da gibt es verschiedenste Szenarien. Aber ich glaube, es waren schon über die beiden Tage verteilt. Man muss ja mal sehen, es gibt verschiedene Altersklassen. Da kommen halt dann auch mal eher Familien bei der jüngeren Altersklasse, weil da nun das Kind dabei ist. Die sind dann später nicht dabei. Aber so, ich glaube, im Durchlauf waren es schon 500-600. Ach, das ist doch cool. Also die Halle war schon gut gefüllt. Also ich denke, natürlich sind viel irgendwie so Freunde und mitgereiste Familie. Fans natürlich aus Deutschland. So, ja, klar. Die Vereinsanhänger, die es gibt. Und dann eben so auch ehemalige, jetzt wenn es dann vor Ort ist, ne, die ehemalige Gymnastinnen und Trainer, die dann kommen und gucken. Ja. Das ist ja dann immer eine schöne Möglichkeit, dann zu sehen, wie sich der Sport so entwickelt. Ja, das ist doch cool. Ich bin ja früher mal zu Studienzeiten, ein Studienfreund von mir, der wollte immer zum Feldhockey. Aha, ja. Damenfeldhockey. Und dann bin ich 2-3 Mal mit ihm ins Stadion gegangen und irgendwann in Mülheim haben uns die waren so 15 Zuschauer ungefähr.
haben uns dann gefragt, zu wem gehört ihr denn? So, also es war nur Verwandtschaft da. Das war echt geil. So, erste Bundesliga. Ne? Ja, verrückt. Ja. Aber ist auch eine Sport. Und wir so, nö, wir sind Fans. Das wird echt komisch angeguckt. Die hat sich schon auch entwickelt, die Sportart. Mhm. Ja, also immer mehr Kinder, die Hockey spielen. Finde ich gut. Ist total cool. Also ja. Potsdam hat ja auch einen Hockeyverein, der ganz gut ist, glaube ich, ne? Sind die nicht sogar zweite Liga oder sowas? Ach, das ist okay. Ich glaube, irgendwas hätte ich gelesen. Man hört das nur mal so unter den Müttern. Und was macht dein Kind? Sport? Ja, was denn? Ach so, ja, wir haben es am Wochenende zum Hockeyturnier. Also das fällt schon. Hockey ist das schon. Okay. Gerade bei den Mädels. Ja. Auch ein beliebter Sport. So was ganz anderes als das, was wir machen. Ja. Das fand ich ganz witzig, weil die Gymnastinnen müssen ja zu dem Moment, wo sie dann dran sind, abliefern und haben halt, wenn sie einen Fehler machen, nicht mehr so viele Möglichkeiten, den auszubessern. Und nach meiner Leistungssportlaufbahn habe ich tatsächlich Fußball gespielt. Ach, wirklich? Und für mich war das so, also gut, mein Papa war Fußballtrainer und dann hat sich das so entwickelt, dass ich mich schon als Kind entscheiden musste, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich RSG gemacht und als ich damit dann so mit 16, 17 fertig war, habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach mal das andere, was ich als Kind schon angefangen hatte. Und es ist halt wirklich was anderes. Du hast halt 90 Minuten Zeit und wenn du einen Fehler machst, kannst du den nochmal wieder wegmachen. Also das war richtig so, das hat mich so motiviert, diesen Sport zu machen, weil es so was ganz anderes ist, als dieses auf den Moment exakt das so auszuführen, wie man es ein Jahr gemacht hat. Und das ist verrückt. Und dann hast du bei Turbine Potsdam gespielt, oder? Nee. Ich habe einen eigenen, in einem Fußballverein habe ich eine eigene Mannschaft, eine Frauenabteilung einfach zu gründen. Cool. Ich bin dann mit Flyern an die Schulen gegangen und habe gesagt, hier, ich will Fußball spielen, wer auch? Und dann kamen da immer so ein paar Mädels und am Anfang wurde man ja so, na mal sehen, wer hier kommt. Ich hatte dann meinen Papa gefragt, ob er uns ein bisschen trainieren kann. Dann hat er gesagt, ja, klar, wenn jemand kommt. Und dann ist daraus eine richtige Frauenmannschaft entstanden, cool. Die jetzt auch, ich bin jetzt ein paar Jahre raus, aber Landesliga und auch schon, ich glaube, Regionalliga gespielt haben oder gerade spielen. Ich bin jetzt nicht dran. Hier im Potsdamer Club, oder? Ja. Welcher? FSV Babelsberg 74. Ah ja. Liebe Grüße. Okay. da spielen auch bei den Jugendmannschaften ganz oft, bei den Jungs Mädchen mit. Ja. Weil die wohl eine extrem gute Mädchenjugendarbeit da machen. Und musste also man auch tatsächlich. Okay. Das war irgendwann eine Auflage, dass man, wenn man eine Frauenmannschaft hat, auch eine Jugendmädchenmannschaft haben muss. Weil bei den Jungs kann man, glaube ich, nur bis zur C-Jugend oder so mitspielen. Da kennen sich jetzt die Fußballkenner besser aus. Aber da kann man noch zusammenspielen und irgendwann teilt es sich. Ja. Genau. Ja, tatsächlich ist ja unsere Sportart ja eigentlich eine eher so klassisch weibliche Sportart. Man muss auch sagen, es war lange ja Regularien. Ja, genau. Also es durfte nur von einer Frau betrieben werden, diese Sportart. Und es gibt, also in Japan, Frankreich und Spanien gibt es tatsächlich auch viele Männer schon, die jetzt rhythmische Sportgymnastik betreiben. Seit 5 Jahren da ist es offiziell geöffnet für Männer. Oder länger. Ich weiß nicht mehr genau. Man sagt die Spanier und die Franzosen seien eher klein. Hat es damit zu tun? Weiß ich nicht. Also weil Gymnastinnen sollen ja eigentlich eher groß und dünn sein. Ja. Aber beweglich sind die wahrscheinlich mehr als so ein schlaksiger 2-Meter-Mann. Ja. Vielleicht, ja. Also die haben auf jeden Fall so ein paar wirklich starke Männer da auch dabei. Und in der Gymnastik-Wettkampfsport, den wir machen, gab es tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auch einen Mann, der bei der Landesmeisterschaft in Bayern angetreten ist. Und dann war schon vorher die Frage, ja, was passiert denn, wenn der sich jetzt weiterqualifiziert? Das wusste irgendwie so keiner genau. Und der hat es dann tatsächlich geschafft, die Qualifikation zu diesem Regio Cup. Und dann wurde beschlossen, finde ich toll, ja, er darf starten, kann durch bis zum Deutschland Cup, wenn er sich qualifiziert. Am Regio Cup war dann leider für einen Schluss, weil ich denke, es wäre auch so ein tolles Zeichen irgendwie für die Sportart, gewesen. Das entwickelt sich gerade. Ich habe jetzt schon gehört, dass es unsere Sportart ist ja untergegliedert im Deutschen Turnerbund, beziehungsweise in den Landesturnverbänden. Unserer wäre es der Märkische Turnerbund. Aber im Deutschen Turnerbund bildet sich jetzt ein Komitee, so ein technisches Komitee für männliche rhythmische Sportgymnastik, wo es dann auch nicht gegen die Frauen geht, sondern wirklich eine eigene Kategorie, eine eigene. Ja, schön. Ja, wir hatten unsere Landesmeisterschaft dieses Jahr, war parallel mit der rhythmischen Sportgymnastik, also mit diesem Wettkampfsport. Leistungssport. Da war tatsächlich auch ein junger Gymnast diesmal schon dabei, der sich auch wacker geschlagen hat. Ja.
Ja. Matze, das wäre was für dich, glaube ich. Ja, nächstes Jahr machst du mit. Ne? Also wenn einer ungelenkig ist, dann bin ich das. Das kann man alles lernen. Es tut nur weh. Tut es sehr weh. Ja, es gibt das ja ganz viele so Nachbarsportarten von. Also es gibt so Gymnastik und Tanz, es gibt Dance Cup, es gibt so P-Übungen, das heißt Pflichtübungen. Und das gibt es dann in Paaren, in Gruppen. Und bei diesen Pflichtübungen gibt es tatsächlich dann auch... es gibt dann immer so ein deutsches Tourenfest und da gibt es ganz andere Altersklassen. Da gibt es dann 30 plus, 50 plus, ich glaube sogar 70 plus. Das ist dann immer toll und da gibt es auch Männer. Die hatten da allerdings bisher immer andere Geräte. Die hatten dann, Fahnen oder so, hatte ich dann schon mal gesehen. In Japan machen sie es auch mit Stöck, also so Stöcker tatsächlich. Das ist ein bisschen abgewandelt. Ja. Ja. Aber das ist schön. Also wie gesagt, das ist eine Sportart irgendwie, man kommt irgendwie schwer los davon. Ne? Also man denkt sich immer, also ich denke mir zumindest immer wieder, okay, jetzt irgendwie ist es Schluss, das schaffst du nicht mehr mit Arbeit, mit Familie und der Körper macht das nicht mehr mit. Aber ich kann irgendwie nicht aufhören. Ja. Also jetzt war auch wieder so die Frage, jetzt irgendwie nach dem Deutschlandcup, okay, vielleicht auch nicht mehr im Einzel, dann nur noch auf die Gruppe fokussieren, aber dann erwische ich mich doch irgendwie so zwei Tage später, dass ich doch so, die Musik, die wäre doch toll für eine neue Übung und vielleicht der neue Anzug, der wäre doch toll. Also man kann irgendwie nicht aufhören. Das ist eine Sportart, die irgendwie doch ein bisschen süchtig macht. Ja, es ist so Sinnbild damals, ich werde es nie vergessen, als ich, vielleicht war ich 12 und gerade im Leistungssport geht es ja auch manchmal ein bisschen robust dazu und man ist nicht immer happy nach dem Training und geht auch mal mit Tränen nach Hause. Es ist halt so, ist nicht immer schlimm, macht einem im Leben vielleicht auch an mancher Stelle einfach ein bisschen stärker. Klar, Eltern sehen das nicht so gerne, wenn man weinend nach dem Training nach Hause kommt. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ne, und dann hat mein Papa auch gesagt, gut, kein Problem, ich melde dich ab, du musst da nicht mehr hin, aber ich melde dich auch nicht wieder an. Also so ein Hin und Her und so. Und dann merkt man das tatsächlich intrinsisch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste generell beim Sport oder auch beim Leistungssport, dass man sagt, nee. Also gar nicht mehr geht auch nicht, das muss irgendwie weitergehen. Und jetzt war ja die Frage, wir können ja erstmal auflösen, was wir überhaupt erreicht haben. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Nee. Also jetzt, ja, es war ja Siegerehrung und keiner wusste, was passiert ist. Und dann wird immer von hinten die Platzierungen werden verkündet. Also es waren 7 Gruppen in unserer Altersklasse. Und dann fing es halt an, Platz 7 ist so und so. Und wenn dann immer der eigene Name nicht fällt, weiß man ja, okay, vielleicht ist der 6., vielleicht der 5. Und als dann der 4. ausstand, dann saßen wir dann da auf der Matte und dann ging schon von hinten, na, wird's der ewige 4., wird's der ewige 4. Und dann wird verkündet, dass der 4. war... Ich weiß nicht, das haben wir gar nicht mehr mitgeschnitten. Auf jeden Fall fing der Verein nicht mit S an, sondern mit T, glaube ich. Und dann wusstest du schon, Wahnsinn, es ist nicht der 4. Wir sind auf dem Treppchen, egal welcher. Wir haben da geschrien, als hätten wir, weiß ich nicht, was gewonnen. Und dann wurden wir als 3. aufgerufen. Ja. Das war auch völlig cool. Fein. Ja. Medaille, Pokal und... Ja, also ich stand tatsächlich total in Tränen da oben. Das war wirklich jetzt so, also die letzten Jahre oder die 3 Jahre, die ich das gemacht habe, war schon irgendwie wirklich, musste ich irgendwie hart dafür arbeiten, hat irgendwie immer auch Rückschläge, habe dann auch alleine trainiert, alleine in der Halle gestanden, bis ich dann immer wieder irgendwie auch Unterstützung bekommen habe. Also das ist toll in diesem Sport, in dieser Sportart, dass man irgendwie, dass man sich auch aushilft und es war dann wirklich so ein, ja, jetzt irgendwie so ein Traum, so nach so 3 Jahren richtig harte Arbeit irgendwie das dann ausgezahlt hat. Also es war ein tolles Erlebnis. Ein tolles Projekt, was eigentlich nur 10 Monate gehen sollte. Und jetzt geht's doch weiter. Aber jetzt geht's weiter, oder? Jetzt? Also ja, also heute erstes Training hatten wir wieder. Erstes Training. Was kommt nach den deutschen Meisterschaften? Ne? In dem Bereich tatsächlich nichts mehr, wobei es gibt auch internationale Freundschaftswettkämpfe. Also klar, im Leistungssport gibt's natürlich bis WM und Olympia alles, ne? Also rhythmische Sportgymnastik ist ja eine olympische Sportart, aber in diesem, ich sag mal eher Freizeitsport, Breitensport, Wettkampfsport, wie man es auch immer nennen mag, ist dann ja Schluss beim Deutschlandcup. Es sei denn, man trifft sich zu internationalen Turnieren, aber das sind dann eher Freundschaftsturniere, keine öffentlich, also keine offiziellen. Nee, jetzt geht's eigentlich wieder los. Neue Teile trainieren, neue Musik aussuchen, neue Choreografie machen und dann trainieren für dann irgendwie im März ist es meistens, geht es dann der neue Turnus wieder los, Landesmeisterschaft. Und vorher gibt's schon, wir haben hier in Potsdam immer so ein Gymnastiktreff, meistens im November. Oder es gibt so kleinere Freundschaftswettkämpfe, die dann ausgerichtet werden, dass man einfach schon mal schauen kann, wie kommt die Choreografie an, auf welchem Level ist man. Wir schrumpfen ein bisschen und
Ja, ey. So, was also, passiert? Du hörst auf? Also, ja. Also, ich werde mich aber trotzdem beteiligen als ja, Trainerin und Choreografin. Trainerin und Choreografin, ja. Das ist auch eher so das, was ich tatsächlich neben meinem Familienleben und Arbeitsleben mache. Gerade im Nachwuchssport beim SC Potsdam in der Perspektivabteilung Rhythmische Sportgymnastik. Also schon eher die Förderung der Leistungsabteilung, Leistungskader. Und jetzt werde ich auf jeden Fall die Gruppe unterstützen. Und wir sind jetzt von 6 aktiven Gymnastinnen auf 4 aktive, was ja in Ordnung ist in der Kategorie. Darf man ja zu 4 turnen. In der rhythmischen Sportgymnastik muss man zu 5 turnen. Mhm. Hier darf man zu 4 oder zu 3 oder zu 5. Und wir haben jetzt 4, die bleiben. Eine, die sich komplett, für dieses Projekt komplett beendet. Und ich habe gesagt, okay, es ist dieses Thema nicht so ganz loslassen können und so. Und alles, was mit Choreo und Musik zu tun hat, ist halt auch meine Leidenschaft. Und deshalb ja, werde ich die Mädels da unterstützen. Und dann werden wir beim nächsten Deutschland Cup schauen, was passiert. Ja, wir spekulieren eigentlich immer noch darauf, dass Jana dann doch nicht so richtig Nein sagen kann, weil sie schon so die Stärkste bei uns in der Gruppe ist. Und also... Dankeschön. Ja, so. Doch, muss man schon sagen. Also wir denken dann, dass sie dann vielleicht... Dann Ersatz, doch nochmal einspringen. Ja, also Ersatz mache ich schon. Jetzt stellt euch vor, jemand verletzt sich und wir können nicht antreten, so dann springe ich schon mit ein. Wie ist es mit Anzügen? Gibt es dann wieder einen neuen Anzug oder nehmt ihr dann Wir hätten gerne einen neuen, aber dann bräuchten wir wahrscheinlich einen Sponsor, der uns irgendwie unterstützt. Deswegen planen wir jetzt erstmal mit dem, was wir haben. Und schauen, dass die neue Charakteristik Musikauswahl zu dem Anzug passt, damit es nicht unbedingt neuer werden muss. Was, wenn die Musik anspricht, was wurde gespielt oder was habt ihr euch ausgesucht dafür? Also wir hatten jetzt im letzten Jahr, wir haben so einen Mix gemacht aus also Toxic, also das so eine Abwandlung von diesem Toxic von Britney Spears und Sweet Dreams. Genau, und dieses Jahr schauen wir noch mal ein bisschen, was. Wir haben gerade viele Ideen und haben heute erst wieder reingehört in die verschiedenen Musiken und müssen so ein bisschen. Natürlich will man irgendwie die das alles mögen. Ist halt auch nicht immer leicht, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Das macht eigentlich frei, kristallisiert sich schon raus. Ja. Genau, also mittlerweile schon. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, so die Entwicklung. Früher gab es wirklich nur instrumentale Musiken. Okay. Und irgendwann kam Gesang mit dazu, aber dann durfte man im Programm, muss man als Einzelgymnastin zum Beispiel 3 Choreografien zeigen, um offiziell in Wettkämpfen mitzumachen. Und in der rhythmischen Sportgymnastik sind es meistens 4 im Leistungssport, wenn man dann älter ist. Und da durften dann nur 2 Musiken mit Gesang sein und die anderen zum Beispiel ohne. Mittlerweile ist es komplett frei. Man kann machen, was man möchte. Ja, und dann ist wirklich alles von, also... Musical, über Instrumental, über Schwanensee, ja, über Michael Jackson. Klassisch, also, Pop, Hip-Hop, ja, alles dabei. Alles möglich. Charleston ist immer ganz beliebt, weil der Charakter muss ja zu sehen sein. Dann ist es natürlich immer schön, wenn die Musik schon einen speziellen Charakter hat und man den dann auch gut vertanzen und vertonen kann. Ja, ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier... Wir verraten noch nicht, was es ist. Nee, wir verraten es noch nicht. Wir haben es auch noch nicht 100% entschieden, das wäre jetzt auch... Erzähl mir beim nächsten Mal. Genau. Nächstes Jahr kommt er dann wieder. Genau. Ja, wenn ihr uns einladet. Sehr gerne. Schauen wir mal. Das ist jedenfalls echt spannend. Warst du schon mal Zuschauer, Matthias? Höchstens bei Gymnastik? Fernsehen früher, wie gesagt. Also, ja, im Ostfernsehen gab es ja nur 2 Sender. Und dann also, auch mal Turnen und Gymnastik. Da hast du alles geguckt. Ja. Na, jetzt war ja klar. Nein, also jetzt so bin ich schon Sport interessiert, aber ich habe auch persönlich keinen Fernseher. Und naja. So vom Interesse her. Also ich würde es mir vielleicht anschauen, aber jetzt. Ansonsten ist mir das jetzt alles neu, aber auch, ja. Auch finde es ja toll. Also ich bin ja schon Sport interessiert und gerade was so Bewegung angeht und Koordination. Ist ja echt ein toller Sport, scheinbar. Ja, ist auch richtig schön. Jetzt seit ein paar Jahren werden die Wettkämpfe auch dann immer online übertragen und man kann die auch hinterher dann noch anschauen. Also ja, Sportdeutschland TV heißen die und die übertragen viele, viele verschiedene Sportarten und dann kann man sich das auch anschauen. Das heißt, auch wenn mal Familie oder Freunde nicht mitreisen können, jetzt hatten wir Glück, jetzt war es in Potsdam, aber meistens fährt man ja auch dann ein paar Stündchen, dann kann man sagen, hier ist der Link, schau es dir an, live oder hinterher. Und den Link werden wir auch verlinken dann. In der das ist super, ja. Packen wir in die Show noch. Alles klar. Ja? Ja, von meinem besten Freund aus Spremberg, die Tochter, die startet für den SC Cottbus, glaube ich,
den Paralympischen Meisterschaften jetzt gerade in Paris ist die als Schülerin, die ist ja auch erst 16. Cool. Ja. Schon eine riesen Auszeichnung. Und die schickt auch mal so Links, wo man das dann halt verfolgen kann. Also das muss weil so im öffentlichen Fernsehen kommt es ja nicht. Ja. Und das ist schon toll. Und dann sieht man sie da langlaufen auf der Tartanbahn. Da. Ist schon echt. Am vergangenen Wochenende waren die Finals oder die Finals in Düsseldorf. Das ist ja so ein Multisport-Event, wo von verschiedensten Sportarten alle deutschen Meisterschaften stattfinden. Und da war Turnen und rhythmische Sportgymnastik im Dom in Düsseldorf. Riesengroßes Event. Und da ist es tatsächlich so seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, dass schon ARD und ZDF auch die rhythmische Sportgymnastik im Fernsehen präsenter zeigt. Das ist natürlich toll. Gerade Randsportarten wie diese, dass die dann schon auch ein bisschen Sendezeit im öffentlichen Fernsehen haben. Wurde dann nicht oft doch die Sportart auch so für so Eröffnung Olympische Spiele oder Fußball werden, dass man dann im Vorprogramm jemand über den Rasen oder irre ich mich da toll. Jetzt? Ja, das gab's haben wir das uns, nicht? Ja, also das habe ich mich schon auch oft gefragt und vorgestellt. Aber von der Art Eintouren Kinder. So, ja, so, dass man so für, also bei Sportarten, Fußball zum Beispiel, als Vorprogramm andere Sportarten präsentiert. Ja. So, also ich wünschte mir das schon auch, dass Idee, so prominente das Sportarten den Randsport ein bisschen unterstützen. Ich meine, man kann da viel meckern und wettern, die verdienen alle viel zu viel Geld, aber irgendwo ist es sicherlich auch angemessen. Die haben eine viel größere Prominenz, mit der sie auch umgehen müssen und da fließt halt viel Geld. Es ist ja so jetzt per se nicht unbedingt schlimm, aber vielleicht könnte man das für den Randsport und die Präsenz des Randsports tatsächlich noch ein bisschen mehr nutzen oder kooperieren, ja. Aber dann, die Fußballfans sind da ja auch eigen. Ich weiß nicht, ob die Bock hätten. Kann man ja mal fragen. In der Sommerpause vielleicht können wir mal jemanden einladen, Gymnastik gucken. So im Vorfeld im Stadion so ein kleines Showprogramm zu sehen. Pff, wer weiß. Du hast ja also. Mit den Bändern, ich habe das so irgendwie im Sinn, dass ich das schon mal gesehen habe in einem Vorprogramm. Na, ja, sag mal, beim Basketball, Handball oder so gibt's ja auch, oder Volleyball gibt's ja auch Cheerleader. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch nochmal was anderes, aber Also. Ja, wir haben ja auch einen Basketballverein in Potsdam, mit dem wir gut kooperieren, weil der uns tatsächlich auch, danke nochmal an dieser Stelle, Hallenzeiten spontan zur Verfügung gestellt hat, damit wir sonntags Training machen konnten, weil es ja nicht eingeplant war. Und die Hallenzeiten in Potsdam, das ist ja ein heikles Thema, die sind ja höchst voll verplant und viele wollen mehr und können nicht, weil die Hallen nicht da sind. Und da haben wir auch schon mal Gespräche geführt, dass wir tatsächlich irgendwie kooperieren und dann mal bei Spielen eben auftreten. Das ist für uns ja Wettkampfpraxis, in dem Sinne, dass wir Zuschauer haben und ein bisschen Aufregung trainieren und ja, für die Zuschauer da auch mal was anderes mit dem Ball zu sehen, als Basketball zum Beispiel. Ja. Also da gibt's schon Ideen, man muss sie vielleicht einfach nur umsetzen, angehen, die richtigen Leute fragen. Du könntest mal hier so ein kleines Turnier machen in der großen Jurte. Meinst du ja? Da wäre jetzt die Jurtenhöhe, die Deckenhöhe etwas zu gering wahrscheinlich. Wir werfen da teilweise ja recht hoch, weil wir dann unten drunter. Man muss das Türglück auf. So ein sogenanntes Risiko machen, also eine Rolle da drunter oder eine Drehung und manche machen das sogar mit 2 oder 3 Drehungen oder Rollen. Ja, wie hoch werft ihr den Ball zum Beispiel? Ja, also schon unter die Hallendecke, wie hoch also, ist die? Ja, also mindestens 8 Meter Höhe muss sein bei den offiziellen Wettkämpfen. Ach so, okay. Also es gibt dann so Pflicht. Bist du meine Lampe getroffen? Ja, also es gibt auch regelmäßig, dass so ein Band in der Decke hängen bleibt, weil es zu hoch geflogen ist. Und dann hängt es da an der Lampe und ist für die Gymnasten natürlich dann traurig. Ja, also, ja, oft hängen die Sachen, ja. Ja, das stimmt schon. Also, und es gibt sogar ein Mindestmaß an Höhe, damit das Element überhaupt angerechnet werden kann. Also man muss, wenn man steht, die doppelte Gymnastin über einem, muss man bei einem hohen Wurf werfen, damit es überhaupt angerechnet wird. Ach so. Ja, und dann bei uns in der Gruppe, also wir haben einen so einen Pflichtteil eben, da muss man auch so hochwerfen und das geht dann aber für die, also es wird von der größten Gymnastin gemessen und also wir haben schon so ein etwas größeres Gefälle so an Größen und also die arme Maria, die etwas kleiner ist, die muss halt dann auch so hochwerfen, wie ich halt meinen Ball werfen muss, weil das halt meine doppelte Höhe dann sein muss. Ja. Das ist dann mitgefangen. Die Gruppe muss synchron sein und dann muss man so hochwerfen wie die größte Gymnastin. Ach so, der Ball muss dann, das wird dann auch, alle werfen zugleich und der Ball muss in gleicher Höhe. Ja. Genau, es gibt sonst dann gibt's Abzug für Synchronie, also Synchronitätsabzüge. Das ist ja auch noch schwierig. Ja, das ist natürlich mit 1-2 Mal die Woche Training auch, diese Feinheiten reinzubekommen. Ja, das ist ja erstaunlich. Äußerst schwierig. Ja. Ich weiß nicht, wie die anderen Vereine trainieren, bestimmt schon auch öfter, aber ja, in unserer Altersklasse weiß ich es gar nicht, aber in dieser, also noch etwas stärkeren, also über 15 Jahre, da sind schon Vereine, die trainieren 5-mal in der Woche und das sieht man auch. Ja. Ja,
im Leistungssport sowieso. Ja. 6-mal die Woche. Wenn 6. da ein Tag frei ist, dann kann man schon ja, froh sein über einen Tag Pause. Und das machen dann auch die 7-8-Jährigen? Ja, also unsere trainieren jetzt 3-4-mal die Woche. Okay. Aber das ist natürlich total frei. Krass. Von, es will nicht jeder Leistungssport machen, ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann ja, im Freizeitsport oder Wettkampfsport 1-2-mal die Woche ist so die Regel. Und dann alles, was drüber ist, sind dann schon so die auch sagen, nee, wir versuchen es mal sehen, für was es reicht. Und dann sind die schon 3-4-mal die Woche, also ja, schon eine Sportart. Und dann ja auch nicht nur eine Stunde, sondern eben 3 Stunden oder 4. Also, ja. Genau. Ja, ich habe tatsächlich, bei uns auf der Arbeit gibt es eine Turnhalle und die habe ich dann auch immer genutzt, dann irgendwie Freitag nach der Arbeit irgendwie nochmal 2 Stündchen gemacht und jetzt so wirklich in den letzten 2 Wochen vor der Meisterschaft dann früh nochmal irgendwie schnell eine halbe Stunde, eine Stunde rein, bevor ich dann wirklich in den Arbeitstag gestartet bin. Also es war irgendwie schon... Verrückt. Verrückt, ja. Also, aber ich glaube, egal wie, man muss ein bisschen verrückt sein für manche Themen. Ja. Um die so mit so voller Leidenschaft und zu machen. Das sind meistens, egal welches Thema, ja? Ja, ja, ist so. Das ist so. Ja. Richtig bei. Generell Kultur, Sport, so, wenn man diese Leidenschaft für irgendwas hat, dann ist man auch so verrückt, dass man irgendwie, dass man alles dafür tut und Zeit nimmt. Also, ich war ja zu prophezeien, dass sie nächstes Jahr wieder dabei ist. Ne? Also, hoffen wir es. Schauen wir mal. Hast du noch eine Flasche Wein, Andrea? Willst du noch ein Schlückchen? Nee, dann verleitet ihr mich jetzt zur Aussage. Nein, nur jetzt. Ja? In ein halbes vielleicht. Das kann schon sein, dass ich so nach 2-3 Gläschen völlig beschwingt sage, naja, komm, warum nicht, wenn ihr mich motiviert. Und dann nageln wir sie drauf fest und sagen wir hier. Ja, genau. Und zu Hause schlägt der Mann die Hände über den Kopf zusammen. Wie konntest du denn jetzt schon noch wieder? Noch ein Jahr. Naja, schauen wir mal. Ja. Ja, also da wirklich großen Dank an unsere Familien, die das so mitgemacht haben. Die Männer, die Kids dann ins Bett gebracht haben. Ich glaube, es war ein geiles Projekt, wenn er da sich so ein ganzes Jahr drauf vorbereitet sozusagen. Das stimmt. Am Anfang waren sie auch Feuer und Flamme, haben gesagt, cool, macht es, ja toll, Mensch, super. Und dann irgendwann schon, wir Sonntag wieder Training, schon wieder Training. Und dann ging es schon los. Und naja, aber ihr fandet das auch so toll, dass wir das Projekt starten. Noch 750 Steine aufkleben. Am Ende. Ja, naja, so ist es halt. Ja, aber schön. Und wo geht's in Urlaub hin? Also bei mir ist ja klar, ne? Bei mir ist klar, ich fahre jetzt nach Griechenland. Ich bin im August in Griechenland. Das hat der griechische Wein heute. Ja. Das ist schon Einstimmung. Ja. Andreas ist so Experte halt für griechische Alltagsthemen. So wie ihr die Macke mit eurer Gymnastik habt, dann habe ich halt Griechenland. Ich stehe tatsächlich jetzt auch kurz vorm Urlaub und wir haben uns Albanien dieses Jahr rausgesucht. Ach, das kannst du immer, wow. Ich habe irgendwie so auf Instagram Videos gesehen und fand das so toll. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen das und so ein Auto gemietet, machen so eine Rundreise. Und toll. Da freue ich mich jetzt richtig. Nee, das finde ich auch schon mal, ja, so Balkan und so ein bisschen lang. Ja. Da bist du aber auch schon rumgefahren, oder? Albanien nicht, aber ganz nah an der Grenze, da oben in der Grenzregion. Wir sind mal über Land, dann aber über Serbien, Bulgarien. Ach, so lang. Ja, hinten rum. Ja, Matze fährt nach Kirgisien. Ja, das ist mal wieder jetzt schon lange her, jetzt nicht mehr da war. Auslöser war ja eine Reise nach Kirgisistan. Die Zuhörer haben es vielleicht schon mal gehört. Im ersten Podcast hat man eine Vorstellung gemacht. Da war ich eigentlich zum Bergsteigen. Habe früher immer so ein bisschen ambitioniert Sport gemacht, aber jetzt nicht... schon auf die Uhr geschaut beim Laufen und so, ne, das schon. Und dann wollte ich mal so ein bisschen Bergsteigen gehen und dann gibt's in Kirgisistan noch hohe Berge und dann. Sehr hohe Berge. Und wie lange wirst du da sein? Und jetzt 4 Wochen bin ich jetzt da. Aber mehr so zum Wandern, Land anschauen, vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen, aber nicht so hoch wie damals. Das war so ein 7000er. Ich hab den Gipfel aber auch nicht geschafft. Ich muss dann umdrehen auf kurz vorm Ziel. 6900 Meter war so die höchste erreichte Höhe. Da so den bösesten Durchfall meines Lebens. Oh, also das Ergebnis hätte man vom Mond gesehen, aber war auch Sturm. Ich vergleiche das immer mit Hänsel und Gretel. Ich habe dann so auf meine Art den Weg markiert. Da hat man Lieblingspunkt. Naja, ich meine... Ja, ist nicht so schön gewesen. Aber dann war halt der Auslöser, war dann die Bekanntschaft zu so einem kleinen Jungen, was ich eingangs schon mal erwähnte. Yeah. Und da will ich jetzt mal gucken, ob der dann noch in dem Basislager da... In der Nähe lebte er mit seinen Eltern in der Jurte und vielleicht hat er das Handwerk oder die Arbeit von seinem Vater übernommen. Der Vater hat nämlich mit seinen Tieren Transporte für Bergsteiger gemacht. Oder das erste Mal hatte ich den kennengelernt, der hat uns geholfen über so einen reißenden Bach. Da konnten wir aufs Pferd aufsatteln und dann sind wir rüber geritten worden.
Und mal gucken, ob er das jetzt vielleicht dann auch macht, so den Sommer über. Mal schauen, ob der da noch lebt. Ich wollte noch Fotos ausdrucken von damals. Ich habe noch analoge Bilder hingemacht mit der Kamera. Und die wollte ich mal mitnehmen und ihm geben. Und mal gucken, ob er sich dann da erinnert. Erzähl ihm vom Podcast. Ja, da mache ich noch ein Video, habe ich noch, da habe ich ihm Mahlzeit beigebracht. Da musst du nochmal Mahlzeit sagen. Mahlzeit! Mahlzeit! Ja. Genau, und dann mal gucken, ob das da ist und dann ein bisschen noch rumfahren, ja. Mich verschlägt es wieder an die Ostsee. Ich bin ein Ostseekind seit eh und je und wir fahren immer oder sind sehr lange mit Freunden, Familien immer eine Woche nach Binz gefahren. Das machen wir jetzt auch wieder. Das nehme ich ein bisschen auf, die Tradition für meine Kleine. Und dann wollten wir schon auch, wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir Griechenland, griechische Inseln, machen wir sehr gerne im September eigentlich immer. Oh ja. Aber wir haben jetzt noch nicht gebucht, weil ich bin auch leidenschaftliche Wintersportlerin, Skifahrerin und für mich sind Berge waren immer Wintersport und Sommer war immer Meer und Strand. Das brauche ich einfach. Und dieses Jahr im Winterurlaub im Januar, das war der erste Moment, da saß ich da auf der Baude, ja, in der Hütte und dann habe ich so das erste Mal verspürt, oh, wie schön wär's im Sommer hier zu sein, in den Bergen. Mit Sonne und den Seen und mal was ganz anderes in den Bergen. Ich hatte so ein Freiheitsgefühl plötzlich, dass ich dachte, nee, ich glaube, ich muss dieses Jahr irgendwie 2 Wochen in die Berge im Sommer. Deswegen. Das kann man in Griechenland total gut kombinieren. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da kannst du im Winter oben auf dem Berg Skifahren und unten baden. Das ist echt cool. Oh ja, das hatte ich in Neuseeland auch schon. Das war auch wir waren auch im Meer noch, da waren 24 Grad, Luft wie Wasser. Und da konntest du wandern gehen, oben war es dann angenehm. Fast schon kalt sogar. Ja. Und da geht es auch 2.500 oder 3.000 geht es auch hoch. Oder? Ja. Und du fährst ja noch zur WM. Ach ja. Zu welcher WM? Ja, stimmt. Zur Turn-WM? Zur rhythmischen Sportgymnastik-Weltmeisterschaft tatsächlich. Die sind mal in Lencia dieses Jahr, Ende August. Und da, das wird ein Kurztrip, 3-4 Tage. Aber Lencia soll sehr schön sein. Ja, ich war noch nicht da, deswegen würde ich auch besser als Barcelona. Gern mal hin. Und natürlich bin ich auch da, weil eine der besten deutschen Gymnastinnen, die wir jemals hatten, ist eine Potsdamerin, Margarete Polosow, genau. Ja. Und als ich damals meinen Trainerschein gemacht habe mit 16, hat sie in Potsdam angefangen, RSG zu machen. Da war sie 5, kam in die Halle gestapft. Und dass sie so das größte Talent wird, was tatsächlich auch in Deutschland geboren und in Deutschland das Training genossen hat. Ja, es ist ja nicht selbstverständlich, es kommen ja auch wirklich viele natürlich ukrainische und russische Mädchen im Laufe ihres Lebens nach Deutschland. Und aber sie wirklich komplett die deutsche gymnastische Schule genossen hat, ist jetzt die zweitbeste deutsche Gymnastin und somit zusammen mit ihrer Trainingskollegin, die trainiert jetzt auch schon am Nationalmannschaftsstützpunkt in Schmieden seit 8 Jahren und fährt zu den Weltmeisterschaften. Und da fahre ich dann mit, um sie zu unterstützen. Und sie weiß es noch gar nicht. Also gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den Podcast so schnell hören wird, aber vorher werde ich sie schon selber sagen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und genau. Ja, dann sollte das zur Einstimmung da alle hören, bevor sie lostanzen. Dann wird das was. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen heimatliche Unterstützung ist immer gut. Pusht vielleicht noch mal ein bisschen. Yeah. Ja, gute Sache. Schön. Ja, dann wünsche ich mir allen schönen Urlaub. Das ist ja super unterschiedlich. Ja, viel Erfolg bei den Turnieren. Bei den Sachen, die anstehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Immer Spaß dabei, vor allen Dingen. Mhm. Ja, das haben wir eigentlich. Wir schicken euch auf jeden Fall zukünftig mal die Online-Links zu den Übertragungen. Ja, gerne. Genau. Ja, so nah wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, die nächsten Wettkämpfe, aber genau, online kann man ja mal. Wo wir jetzt nächstes Jahr sein? Steht das schon fest? Das wissen wir gar nicht. Also es ist so, einen Ausrichter zu finden, ist tatsächlich nicht so leicht. Das ist wirklich viel Aufwand. Das muss man wirklich auch so mindestens ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr muss man das planen. Finanzieller Aufwand muss man auch wirklich ganz klar sagen. Das kostet Geld und man nimmt ja nichts ein. Wir haben ja gesagt, wir machen das. Und da ist es für so einen Verein, der das ausrichtet, schon eine finanzielle Belastung, aber auch Helfer und Ehrenamtliche zu finden, die dann damit anpacken lange, also auch im Vorfeld bei der Planung ganz viele Eltern auch nochmal danke, die da mitgeplant haben und so viel Zeit investiert haben, auch aus Leidenschaft, ist einfach so. Aber das ist nicht selbstverständlich und das kann nicht jeder leisten und will auch nicht jeder leisten und ich glaube, wir wollen es auch nicht oft, also wenn man es so alle 7 Jahre ausrichtet, dann ist es schon okay, aber es gibt teilweise auch Vereine, es findet sich halt kein anderer und dann machen es echt viele Vereine, gerade in der rhythmischen Sportgymnastik gibt es so einschlägige Vereine, die es dann öfter abfedern und abfangen, damit es überhaupt stattfinden kann.
Wenn sich keiner findet, dann ist halt auch blöd, ja. Letztendlich sind die Sportlerinnen ja die Leidtragenden, die dann keinen Wettkampf haben. Und genau. Dann machen wir hier nochmal einen Aufruf, ne? An alle. Man hört uns ja hoffentlich bundesweit. Also. Ja, also vielleicht auch da irgendwie Kooperation und gegenseitige Unterstützung, dass es einfach immer jemanden gibt, der es ausrichtet. Aber im Verbund irgendwie. Oder eben doch der ein oder andere, der als Firma am Ende des Jahres irgendwie vielleicht eine Spende oder ein Sponsoring machen möchte. Gerne. Dass man auf eine Idee kommt, die man halt sonst nicht hatte. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, wir haben irgendwie viele Ideen. Wir würden gerne viel mehr auch so irgendwie miteinander machen. Ne? Man hat an den Wettkämpfen hat man sowieso auch so tolle Freundschaften. Man legt sich gegenseitig dann die Ersatzgeräte hin. Man unterstützt sich. Da war jetzt auch so unsere Idee. Ne? Vielleicht kann man sich auch mit anderen Vereinen mal zusammentun, ein gemeinsames Trainingslager machen. Irgendwie so ein bisschen die Ressourcen bündeln. Und wir werden sehen, was daraus wird. Was das nächstes Jahr so bringt. Was sind denn so die großen Turnerstädte in Deutschland? Gymnastikstädte? Also Potsdam war tatsächlich jetzt, muss man schon sagen, dieses Jahr einer der stärksten Vereine. Es gibt, also ist deutschlandmäßig nicht gleichmäßig verteilt. Also Süden ist schon sehr stark, also in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen hat man wirklich viele starke Vereine. In Berlin gibt es einige Vereine. Genau, Berlin ist auch mal. In Bremen. Mhm. Also in der rhythmischen Sportgymnastik sind es dann ja diese Stützpunkte, eben Leistungssport, da gibt es ja dann Bundesstützpunkte und Landesstützpunkte, die sind natürlich dann auch so in Bremen, Berlin und Schmieden, in Stuttgart. Und ja, ansonsten sind schon aber tatsächlich in allen Bundesländern ist die Sportart vertreten und sehr viele Vereine, muss man schon sagen. Also auch die Sportart wächst. Wir sehen es auch im Nachwuchs. Wir haben eigentlich viel zu wenig Hallenzeiten, viel zu wenig Trainer und ganz viele Kinder, die diese Sportart machen wollen. Recht, super schön. Schon mal schön, ja. Aber natürlich auch blöd, wenn man sagen muss, nee, leider kannst du nicht mitmachen, weil wir sind voll. Ja. Also, aber auch da sportpolitisch ist bewusst, dass dieses Thema ein Problem ist und da wird schon auch sehr für gekämpft. Aber ihr nehmt ja jetzt zumindest noch für eure 25-Plus-Gruppe. Also ja, sehr, sehr gerne. Fürs nächste Jahr. Tatsächlich. Also, falls jemand Lust und Laune hat. Und auch die Jungs, ja. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Die Jungsabteilung rhythmische Sportgymnastik aufzubauen, das ist echt ein Herzensanliegen von mir, dass wir so mit einer der ersten Vereine in Deutschland sind, die tatsächlich die Jungsabteilung fördern, jetzt aufbauen. Und wir sind ganz happy. In der Vorschule hatten wir jetzt einen Jungen beim Probetraining. Der war so motiviert und künstlerisch und auch beweglich begabt, das ist echt, das ist ein Traum von mir, dass wir so einen Gymnast in Potsdam haben, der uns vertritt. Ja? Nicht schlecht. Genau, also es gibt ja eine Website vom SC Potsdam Gymnastikabteilung, auf Instagram findet man uns, genau, wer Lust hat. Kann sich einfach melden. Genau, wir freuen uns immer über Zuwachs. Cool, na, wir verlinken alles. Super, gerne. Freuen wir uns. Dankeschön. Danke für den Besuch. Ja, danke. Sehr gerne, gefreut. Gerne. Habt ihr ein Motto beim Gymnastikturnen? Gar nicht so. Gibt's gar nicht so. Also oder ich glaub, so ein Spruch? Irgendwie unsere Eltern würden jetzt sagen, das haben sie für uns früher immer gerufen. Viel Glück und toi, toi, toi. Oder rock die Fläche, oder? Ja, also da gibt's viele Motivationssprüche. Aber es gibt eigentlich keinen. So richtig. Nee. Ja. Ich habe nur deshalb gefragt, weil unser Motto ist Stay Cuff. Das sagen wir am Ende des Podcasts immer. Ja, chillig, achtsam. Frech, frisch. Fröhlich und frei. Oh ja. Ja, Kaff mit Pierre. Sehr gut. Vielleicht übernehmen wir es einfach. Schauen wir mal. Ja, genau. Nächstes Jahr. Stay Kaff. Und dann fliegt der Ball bis an die Decke. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Ja. Cool. Besten Dank. Danke auch. Super. Dankeschön. Dann allen einen schönen Sommer. Schönen Urlaub. Ciao. Das waren Jurtegespräche. Bis zum nächsten Mal.